Hallihallo, ich bin jetzt der Igel. Und erstens, ich habe eine Webcam, super, endlich vernünftig, funktionable Sache. Zweitens, ich spiele wieder ein Deck eines völlig Unbekannten. Naja, gut, den kenne ich jetzt schon ein bisschen, den Kollegen Libra 98X. War richtig, oder? Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Der hat mir 8-9. Oh, ist älter. Ein Glück, dachte ich gerade, oh, stimmt nicht. Wahrscheinlich sein Geburtstag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spiele ich ein Deck von dem netten Kollegen, der hat mir geschickt Opfer oder Buff mich. Ist ein Paladin-Deck und ja, bisschen erklären tut es sich auch schon. Er benutzt Noble Sacrifices und Avenge, um am Anfang ziemlich zu nerven. Ich muss sagen, Noble Sacrifice. Ich habe gerade zwei Spiele gespielt, hat sich sehr gut, beide Male habe ich gewonnen, super gut gewesen. Einmal gegen einen Warlock, einen Demonlock wollte der spielen und habe am Anfang eigentlich nur seine Aggression ein bisschen abgewehrt, hat er plötzlich aufgegeben, okay. Und danach hatte ich jetzt gerade ein längeres Spiel gegen einen Paladin, den ich ziemlich vernichtet habe. Der kam nicht richtig aus dem Arsch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut das Deck allgemein funktioniert, aber jetzt für meine beiden Spiele hat es sehr gut funktioniert. Also Avenge und Noble Sacrifice, einfach ein bisschen, um auf dem Board zu bleiben. Man stellt was Dickes raus, er hat zum Beispiel Sunwalker dabei, die relativ gut funktionieren, weil man sie einfach durch einen Noble Sacrifice noch schützen kann. Dadurch kommt der Gegner vielleicht gerade nicht durch einen von den Divine Shields durch, beziehungsweise gerade durchs Divine Shield kommt aber dann nicht weiter. Ein Blessing of Kings ist sowieso immer ganz nett, vor allem auch auf dem normalen Dude, die durch Master for Battle haben wir sowieso einen ganzen Batzen davon. Aldor Peacekeeper einfach nur mal ein bisschen was rauszuholen, was ein bisschen nervt. Consecration und Avenging Wrath, damit ziemlich viel AOE, was mir gerade auch tatsächlich mal gut geholfen hat. Und Maligos weiß jetzt nicht so genau, der müsste halt eine Runde überlegen, man hat nichts, mit dem man ihn zusammenspielen könnte. Ein Taurisan ist auch nicht dabei. Der Bulver hat mich ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich den mal wirklich sinnvoll einsetzen hätte können. Wenn das Master for Battle mal in einer guten Stelle kommt, ist er sicherlich ganz nützlich. Trotzdem kriegt man meistens keine Karte raus, die ein 5er wert ist, finde ich. Aber, naja gut, immerhin hat er 7 Health, damit ist er auch relativ langlebig, das ist auch mal cool. Hammer of Wrath, um mal schnell was wegzuholen. Und ja, Master for Battle, wie gesagt, Quartermaster auch noch dabei, um die kommen mal rauszuspielen, wenn sie sich anbietet. Bin ich jetzt nicht zugekommen, war aber auch nicht nötig. Gut, genug Gelaber zu dem Deck. Ja, schauen wir doch mal, wie es jetzt in der Aufnahme funktioniert. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich was anspiele, gewinne ich immer nur. Und sofern ich es dann aufnehme. Naja, wobei beim ersten Mal habe ich 3-1 und letztes Mal waren es auch 50% in der Aufnahme. Aber naja. Okay, naja, schon mal Karten, die ich überhaupt noch nicht bekommen hatte letztes Mal. Argent Protector ist eigentlich so früh nicht gut. Ich habe nämlich keine Einzelkreatur, das ist so ein bisschen abgeschwächt. Das ist natürlich nice, wenn man den in einem Zombie-Schau zum Beispiel kombiniert. Ich ihn trotzdem erhalten. Ich will ein bisschen Noble Sacrifice bei mir gehen. Was spiele ich denn da gegen Thrall? Spielt in der ersten Runde irgendwas Gutes raus? Einfach mal. Vielleicht haben wir irgendwie nach anderen Two-Drop einen Bloodmage Talmas. Ja, wahrscheinlich, um noch so ein bisschen Power in die Zaubersprüche reinzuhauen. Plus Card Draw. Gefällt mir jetzt nicht so super gut. Aber. Den Avenge wollte ich gar nicht, weil den Nobles. Ja, genau, den habe ich auch. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt natürlich so einen kleinen legen. Ich mache einfach mal Noble Sacrifice. Je früher sowieso, desto besser. Weil gegen die kleinen Minions kann das Ding halt traden. Später bringt das dann nicht mehr so viel. Avenge ist immer ganz gut. Taugt. Okay. Auch nur Schrott. Würde ich, glaube ich, duden einfach nur, damit ich den ich nutzlos verbrate. Und überleben wird er auf jeden Fall. Gut, ob ich da jetzt einen Argent Protector draufhaue oder nicht, ist gerade egal. Master for Battle wäre cool gewesen jetzt zu ziehen. Das hätte ich sogar gecoint.
Ach, mal gucken wir mal. Feral Spirit, okay. Dunstiffin Hammer of Wrath. Vielleicht. Könnte gut gehen. Ja. Ehrlich gesagt, das wäre eine ganz gute Idee. Erstmal ziehen wir eine Karte. Master of Battle auch noch schön. Wunderbar. Zweitens wird der mich angreifen. Wenn er mir aber nicht... Naja, wenn er ins Gesicht angreift. Ich lasse ihn mal stehen, weil falls er eine andere Möglichkeit findet... Ja, wobei, vielleicht hätte ich ihn angreifen sollen. Weil der stirbt jetzt nicht. Wenn er jetzt einen Heal-Totem rausholt, wäre es kacke. Ich hätte ihn angreifen sollen. Wobei, wenn er einen Heal-Totem rausgeholt hätte, wäre es dann egal. Jetzt wird das Heal-Totem. Nein, das Heal-Totem wäre besser gewesen. Also... Jetzt, das an Ziel-Totem habe ich einfach nicht gedacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen beschissen. Aber eigentlich halb so wild, weil wir haben Master for Battle. Sehr gut in Kombination mit Avenge. Und können wenigstens den hier mal wegkloppen. Der hat nichts zum Attackieren, also whatever. Mann, meine Stimme. Okay. Was hast du? Ein Mana-Tide-Totem. Muss weg. Da könnte, wenn er nicht angreift, dann wird das... Oh, das wird richtig gut. Werde ich jetzt zu greedy? Ich könnte halt noch ein Master... Wobei, ich kann den später sowieso nochmal raushauen. Ich glaube, jetzt die drei zu haben, wäre einfach besser. So, schön, die Kombo rausgespielt, den bringen wir um, den kann er behalten, den bringe ich hiermit um. Das Deck hat außerdem ziemlich viel Healing drin, naja, zumindest die Guardian of Kings hat es drin, also nicht so viel Healing, aber muss ich den, kann ich den wegschmeißen? Ach, den lasse ich einfach stehen. Ich glaube, es ist jetzt keine falsche Idee, den stehen zu lassen, es ist jetzt einfach keine Bedrohung, Healing Totem ohne, es ist immer besser, dass Healing Totem kommt, nachdem schon... Verwundete auf dem Platz sind oder nachdem man schon welche auf dem Platz hat. Im Nachhinein ist das relativ egal. Den würde ich jetzt ungepoppt lassen. Bringt da einen um. Aber ich kriege eine Venge auf ihn. Was ich hätte mir. Was weiß ich. Ach, er hat zwei auf Jocks. Ich glaube, das hat er schon sich gedacht. Okay. Gut. Halb so wild. Dafür sind die Air of Jocks raus. Frage ist: Hat er noch mehr? Blablub, aber nicht, oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal eher, sicher Silencer. Ich denke mal nicht, weil, wozu? Ja. Ich werde erst angreifen. Machen wir Greedy oder nicht? Ja, Master for Battle können wir in zwei Runden einfach so rausspielen, ne? Dann habe ich noch meine Charges. Ich würde den jetzt hier einfach stehen lassen, weil ich sehe jetzt gerade keinen Grund, warum ich den unbedingt wegholen sollte. Und ein Schamane hat jetzt keine sinnvollen Buffs, die ihm da nützlich sein könnte. So habe ich zwei 1-1er und so habe ich einen 1-2er. Völlig harmlos. Ja. Ich könnte ihm jetzt Divine Shield geben. Wozu, wenn ich den machen kann? Ist natürlich sein Deck und ist natürlich immer, ist immer Sache, dass ich natürlich bei einem fremden Deck ein bisschen mehr nachdenken muss, weil mir nicht die Karten bewusst sind, die ich noch übrig habe. Ach, das war der Plan. Also war es sinnvoll, dass ich ihn traden lassen habe. Jetzt wäre eine Weihe fantastisch. Also richtig fantastisch. Das ist auch gut, dass er die jetzt aufgepoppt hat, weil dann konnte er nicht damit angreifen. Das ist jetzt sehr, sehr schade, dass ich, ich glaube, es ist... Okay. Ich mach den weg. Erstmal. Und dann machen wir ihn hier. Und ich drehe auch den weg. Einfach aus Prinzip.
Und weil wir nächste Runde Master for Battle, machen wir so, Master for Battle Quartermaster spielen können, lege ich noch einen davon und mache noch Noble Sacrifice, einfach um meine Viecher zu schützen, weil so ist die Wahrscheinlichkeit. Ihr könnt natürlich einen Lightning Storm haben, das wäre schlecht. Wobei an sich eigentlich auch... Oh, jetzt kommt der Lightning Storm, definitiv. Da wird ein Gewicht. Garantiert. Nee, würde nicht. Einfach so, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, will ich das jetzt überhaupt noch? Ich trade den halt rein, aber ich krieg so viel raus. Ich würde halt gerne den noch dazulegen, aber das kann ich nicht, das reicht nicht. Sonst würde ich den nämlich Aldorn. Aber ich krieg so viel raus davon. Ich muss sowieso einen traden, weil ich einen zu viel habe, sehe ich gerade. So. Was mache ich denn da? Den hätte ich doch gar nicht traden müssen. Das war ein Fehler. Definitiv. So. Damit wir das Board schön voll haben. Yep. Okay, und jetzt bitte kein Spelltod im Lightning Storm. Das wäre jetzt der billigste Move, den er machen könnte. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch so schlau war. Vielleicht hätte ich das später machen sollen. Er hat noch kein AOE rausgehauen. Hex. Okay, dann wahrscheinlich nicht. Es sei denn... Okay, hier wird... Nee, er hat's nicht. Er hat's nicht. Gut. Kein Lightning Storm. Jo, was haben wir denn? Avenge. Klingt auch vernünftig eigentlich. Zurzeit kann unser Noble Sacrifice gar nicht erst fliegen. Ich habe jetzt gerade echt Bock, hier dem Blessing of Night zu geben. Ganz ehrlich. Das mache ich auch. Fick dich, weißt du? Willst du meinen kleinen Frosch weg haben, wa? Oh, 2, 4, 3. Einer fehlt mir. Also, mach ihm den weg. Brauche nämlich eh Platz für mein Noble Sacrifice. Und, da ich ihn mit dem Frosch töten möchte, gebe ich dem auch noch die Weinschild. Best Frosch ever. Mensch, nee, Noble Sacrifice habe ich. Achso, jetzt habe ich wieder das Board voll. Naja gut. Noble Sacrifice wird nicht getriggert, weil das Board voll ist. Sieg mit Frosch! 4-5 Frosch mit Divine Shield. So muss das laufen. Gegen die Ho. So hieß mein Gegner gerade. Kein Spaß. So, Aufnahme läuft noch. Aufnahme läuft, ja! Yeah. Okay, super. Opfer oder Boss mich. So, damit haben wir eine Runde gespielt. Wie gesagt, 4-5 Runden. Je nachdem, das war ich ein bisschen... Wie sagen wir, ein bisschen zu lang. Es ging ein bisschen zu spät. Das Ding ist halt, ich habe das jetzt, gerade der dritte Tag hintereinander, dass ich das mache, dass ich aufnehme. Und mit Arbeit und sonstigen Kram, den ich so zu tun habe, ist mein Tag komplett vorbei, wenn ich fertig bin damit. Das ist echt schade. Aber viel mehr Zeit finde ich einfach nicht. Und das ist echt eine Sache, die ich jetzt tatsächlich regelmäßig bringen könnte. Na gut, ist nicht jeden Abend so, aber manche Abende habe ich vielleicht mehr Zeit. Noble Sacrifice finde ich an sich echt gut gegen... Und ich weiß nicht, ob das Ding jetzt sinnvoll ist gegen einen Priester, weil denn der legt seinen Kleriker raus, freut sich noch einen Arsch ab, dass er ihn heilen darf dann. Aber es kann ich entscheiden, ob ihn in der ersten Runde rausdickt oder nicht. Vielleicht legt er auch was anderes. Nur ist dann die Frage, ob es sich lohnt, den zu behalten. Hammer of Wrath, alter Peacekeeper möchte ich eigentlich mal lieber auf ein größeres Target haben. Am besten ist natürlich ein Fellreaver. Fellreaver, alter Peacekeeper drauf. Das macht normalerweise das Spiel für den Kollegen dann in Arsch. Immer noch nicht sicher. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Nächste Runde Master for Battle. Hätte ich immer noch keinen Runde 3 Play. Ich mach's mal. Ich hoffe nur einfach, dass er... Ja, das Schöne ist, man kann in der ersten Runde, weil man eh nichts anderes zu tun hat, ein Secret raushauen. Ned Pagel, darüber bin ich jetzt nicht so sehr erfreut.
Wie viel Draw willst du denn haben? Aber der wird nicht angreifen, also ich werde jetzt erstmal nicht coinen. Ich finde einfach, es ist gerade einfach nicht nützlich. Ich könnte zwar den Pagan jetzt Runde weghauen, aber ich kann den jetzt einfach nicht zu sehr als zu große Bedrohung betrachten einfach. Was er natürlich damit machen kann, ist sowas. Sehr ärgerlich. Aber ich hätte ihn sowieso nicht rechtzeitig wegholen können. Das ist ärgerlich. Ich habe sowas erwartet. Wenn Chosen ist natürlich super Ziel eigentlich, ein Netpagel. Finde ich gar nicht mal dumm, was er da macht. Ein 2-8er. In einer relativ. Was kostet Van Chosen nochmal? Ich habe so lange kein Priester mehr gespielt. 3. Im besten Fall. In der dritten Runde hast du. Ich mache einfach Master for Battle. Kümmere mich nicht um seinen behinderten Pagel. Ich kann ihn eh nicht töten. Er wird die nächste Runde eh heilen, egal was ich mache. Also brauche ich nicht angreifen. Und hoffe, dass 2 davon stehen bleiben, damit ich einen Hammer auf Raven kann. Und dann noch genug. Nee, ich musste. Das reicht nicht. In den Halt wird es definitiv nicht reichen. Ja, sowas dann auch noch. Ja, natürlich, ich werde jetzt diesmal nicht versuchen, den Priester zu milken. Das ist, das war letztes Mal auch nur Blödsinn, einfach mal. Reicht Blessing of Might, um ihn wegzuholen. Dann hätten wir einen 5-5er und dann können wir die anderen beiden, beziehungsweise einen, reintreten. Ich muss es machen. Wenn ich es damit mache, wäre ich auf 4, könnte alles reintraden. Aber somit überlebt noch einer. So, und dieser blöde Valence Chosen Scheiß hat auch noch die ekelhafte Eigenschaft, Spellpower zu geben. Das heißt, das ist auch nochmal gefährlich. Shadow Word Death dafür, okay. Na gut. Du verarscht mich, oder? Ist interessant, das Deck. Ich geb's zu. Ich find's interessant. Ist wirklich interessant. Lass den gar nicht erst leben, bevor er wieder die gleiche Scheiße abzieht. Ob das jetzt ein bisschen zu übervorsichtig war, weiß ich nicht, aber ich hab keinen Bock auf den Mist. Es ist noch nichts anderes bei ihm gestorben. Deswegen konnte er ihn resurrecten und wusste ganz genau, dass auch Netpagel rauskommt. Sehr, sehr interessanter Ansatz eigentlich. Die Kombo mit Valence Chosen ist gut, plus Resurrect, um genau den wieder rauszuholen, ist klug. Wenn ich Avenging Wrath mache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich den treffe? Ich den nochmal angreife, ein bisschen höher? Ja, wobei eigentlich ist es am besten, wenn ich den Taurisan schon angreife, dann müssen nur 4 treffen. Aber das wäre mir zu viel Damage. Muss Taurisan weg, eigentlich schon. Aber Avenging Wrath ist ein bisschen zu unsicher. Da müssten 5 Stück den treffen, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich muss ihn wohl diese Runde einmal stehen lassen. Sunwalker? Wie viele Möglichkeiten haben wir sonst? Keine sinnvollen, oder? Die Waffe behalte ich. Das Konzept finde ich aber cool. Habe ich jetzt bisher noch... Der dritte Netpagel in dieser Runde! Das Schwein! Aber ist ein cooles Konzept. Hat er jetzt noch seinen Valence Chosen da drauf? Wie gut Netpagel als Valence Chosen Ziel eigentlich ist. Einfach wegen der unheimlich vielen Health, die einfach in der dritten Runde sehr, sehr dick sind. Wir halten noch bestimmt nochmal, ne? Circle of Healing! Ja, das doch nicht! Ich habe keine Chance, mit dem umzugehen. Neutron. Blessing of Kings würde natürlich auch auf ihn funktionieren, ne? Machst du ihn halt zum 4-8er. Hey, ich habe schon lange keine Netpagels mehr gesehen. Jetzt fällt mir auf, was man mit Buffs eigentlich mit dem machen könnte. Einfach wegen der hohen Health ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da relativ lange überlebt, einfach zu gut, ne? Avenging Wrath ist jetzt super schlecht.
Consecration ist teuer und bringt mir nichts direkt. Let me think. Blessing of Kings würde sich natürlich jetzt super auf den machen. Hätte ich es vorher schon gehabt, hatte ich aber nicht. Schwierig. Ist natürlich immer noch die Frage, wie tötet er mich? Wenn er jetzt hier zu viel mit Resurrect, zwei Karten von Resurrect draufgehen zu lassen, ich meine, weiß ich nicht. Resurrect, ich weiß nicht, ist eine interessante Karte, ich würde auch wahrscheinlich nur eine davon mitnehmen. Let me change your mind. I see. Okay, also Götter. Ich habe keine Equality. Equality Consecrate wäre jetzt gerade im Barstens. Ja, das war es wahrscheinlich gewesen. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Board umgehen sollte, zumal ich jetzt nicht mehr zaubern darf, richtig? So viel Schaden hat er aber gar nicht draußen. Also, wenn ich jemanden töten kann, wird es der sein. Und ich kann nur einen von den beiden 5-5ern auf 1 bringen. Einer sollte es sein, deswegen nehmen wir ihn. Weil ich werde ihn zuerst töten, sofern es möglich ist. A friend when it dies while this is in your hand. Ach, Moment mal, das ist ja pro... Und naja. Da wir nächste Runde sehr sicher eine Consecration loslassen wollen. So ein 10, 11, 12 Schaden hat er auf dem Hand. Ich muss nächste Runde muss ich eine Möglichkeit finden, den Typen umzustimmen. Sunwalker, Consecrate, je nachdem was er hier tradet. Ja gut, jetzt bringt mir das Consecrate nicht mehr so viel. Hier schon, ist seine heilt ihn. Avenging Wrath ist leider zu schwach. Er heilt ihn, ne, er heilt ihn gar nicht. Er heilt ihn wahrscheinlich. Er holt ihn aus der Range raus, das ist scheiße. Swordsteel, holt sich meine Karten. Kultist. Jetzt macht er Aggro. Also Equality wäre jetzt echt richtig geil, die Equality fehlt. Ja, Maligos. Wird mir nichts mehr nützen, ich krieg den nicht rausgestellt. Ohne dass ich nächste Runde sterbe, ich muss reagieren. Er tradet hier eigentlich ziemlich gut gegen den Mist, der auf dem Feld steht. Ich müsste eigentlich am besten noch eine Möglichkeit haben, meine Magie zu buffen. Also Blood Mage Talnos wäre geil gewesen, habe ich leider nicht gezogen. Talnos plus... Maligos wäre natürlich auch gut, aber da kann ich ja halt keine Consecration mehr rausholen. Ja, also ich glaube, die einzige Möglichkeit, die ich habe, das noch zu überleben, ist den rauszustellen plus Consecrate. Denn was soll ich sonst tun? Avenging Wrath wird hier nichts töten, im schlechtesten Fall und in einem sehr wahrscheinlichen Fall wird er nichts töten. Und selbst wenn er was tötet, werde ich mit Consecrate besser laufen. Weil zumindest mal der Kabal Shadow Priest weg ist. Und jetzt wäre zum Beispiel ein Avenging Wrath erfolgsversprechender, kostet trotzdem 6. Ich kann nicht beide gleichzeitig loslassen, sondern immer nur einen. Und Maligos muss ich erst mal lebend rausstellen. Bolvar, warum Bolvar? Oh, jetzt wäre er schon alleine. Jetzt kommt er noch mit Maligos. Ich habe keinen Removal. Und Holy Nova, ja, durch den Langzeit-Talnos. Natürlich fantastisch. Er mildt sich. Was ein krasses Deck. Ich hab's ja jetzt hier eigentlich mitbekommen. Er hat noch 5 Karten. Ja, aber 10 noch mal. Also 15 Karten sehe ich gar nicht. Aber die Idee des Decks ist ja sehr interessant einfach nur. Reicht es, um mich zu killen? Nee. Also mit Maligos auf der Hand, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den jetzt... Guardian of Kings, restores 6 health. Überlebe ich trotzdem nicht, damit komme ich auf 12 und das hat er locker auf der Hand. Nee, hat er nicht. Hat er doch 6, 7, 8, 12, genau sogar. Das heißt, damit kann ich ihn nicht besiegen. Ich könnte maximal Avenging Wrath loslassen und gucken, was passiert. Wahrscheinlich nix. Nee, was soll passieren? Er müsste... gar nicht, was er müsste.
Komm, dann kill mich mit einem Netpegel. Komm, kill me, kill me! Töte mich! Komm schon, töte mich! Los! Tu mir Justice an! Dankeschön! Scheiß die Wand an! Okay. Kann ich nichts gegen sagen, das Deck war tatsächlich interessant. Oh, ich soll jemandem im Spectator-Mode zugucken. Die Quest kriege ich unheimlich selten. Ich werde ständig gucken, irgendwer zu. Bist der Einzige in das Spiel. Nee, nee. Und lässt mich da. Nein, aber da bin ich nicht mehr traurig drum, dass ich verloren. Das war sehr interessant, diese Netpegel-Buffs am Anfang da. Oder beziehungsweise, ja, eigentlich hat er nur einmal gebufft. Ich hatte nur das Gefühl, dass es nochmal vorhat. Hat ja schon gereicht, ne? Ich meine, der Cardroll hat ihm auch was genutzt. Er hat eine volle Hand gehabt, konnte die ganze Zeit rausspielen. Den Taugesein habe ich keine Antwort für gehabt. Leider. Wenn Blessing of Kings gut gewesen, konnte ich aber nicht, weil ich keinen Minion hatte, beziehungsweise Blessing of Kings nicht hatte. Avenge ist am Anfang ein bisschen nutzlos, weil ich noch keine Viecher draußen habe. Du brauchst ja mindestens zwei Viecher draußen, damit es nützt. Avenging Wrath ist nützlicher gegen andere Klassen, aber gegen Priester anscheinend keine gute Karte. Druide. Ist auch noch nicht gespielt, weiß noch nicht, was für ein Druide es ist natürlich, aber... trifft ja immer interessante Sachen. Master for Battle ist schon mal nicht schlecht. Dann würde ich da mir überlegen, das nächste Runde rauszucoinen. Wobei ein Neutron natürlich auch nicht so schlecht ist. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn du dieses Avenge hast und dann Coin Master in der zweiten Runde. Ist schon nicht so verkehrt. Ein Neutron tut es ja aber ganz gut eigentlich. Könnte ich nächste Runde mit Master noch draufschlagen, zur Not. Muss nicht sein. Ich lasse die ungern platzen, die 1-2er zu früh. Erst wenn ich zum Beispiel Weihe spielen möchte, Consecration. Dann ist das irgendwie besser. Beim Jäger muss man darauf aufpassen, dass das Ding Biest ist. Beim Druiden ist das jetzt relativ irrelevant, weil... er hat so leichte Biest-Synergie, aber keine, die wirklich relevant wäre für irgendwen. Auf jeden Fall, ich lasse ihn die lieber mal selber aufmachen. Das ist einfach besser. Weil er, wie gesagt, wenn ich ihn jetzt aufmache, kann er nächste Runde mit beiden sofort angreifen. So nicht. Den machen wir mal weg. Ja, wie gesagt, das haben sie dann immer damit vor, ist klar. Ist natürlich Consecration eigentlich relativ brauchbar dafür. Ich benutze sie deswegen relativ frei, weil ich noch Avenging Wrath habe. Und damit noch eine zweite Möglichkeit für AOE. Wie gesagt, wenn du so overwhelmed wirst wie ich eben gerade mit diesem behinderten Priester. Nein, der war nicht behindert, der war cool eigentlich. Priester überrascht dann immer wieder aufs Neue, da passiert dann irgendwie immer der crazyste Shit. Priester ist eine sehr, sehr coole Klasse. Die können so unterschiedlich laufen, aber... Ah ja, alles da. Okay, jetzt würde ich gerne einen Minion rauslegen. Den coin ich auch raus. Damit wir hier mal aus dem Arsch kommen. Natürlich sehr empfindlich auf Keeper of the Grove. Macht, lässt ihn aber noch ein 4-5er sein, was immer noch eine gute Karte ist. Und, was haben wir noch so Schönes? Avenging Wrath haben wir auf der Hand. Noch eine Consecration auf der Hand. Hammer of Wrath in der Hand. Den können wir dann nicht rausspielen. Ja, oder Spellbreaker, in Ordnung. Das ist so ein super Hammer of Wrath Ziel. Damit haben wir immer noch ein 4-5er. Blessing of Kings übrigens eigentlich immer besser auf niedrigeren
auf schwächeren Karten, weil eine super starke Figur stirbt halt zum Beispiel gegen einen BGH oder sowas, also gegen Big Game Hunter. Und noch ein Guardian of Kings. Also haben wir sowieso nichts richtig Sinnvolles, was wir spielen können. Gibt's einen Hammer of Wrath. Vielleicht noch eine gute Zweier-Kreatur. Argent Protector wäre geil gewesen, aber haben wir nicht. Die letzte Charge heben uns auf. Was mir aufgefallen ist, kein True Silver Champion. Paladin und True Silver Champion auch seltener. Finde ich ein bisschen komisch. Was ihr wieder macht, alle. Nein, ich meine, ist ja interessant. Wenigstens nicht so ein 0815 Deck. Ich habe ja schon ein bisschen gedacht, jetzt krieg ich. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil er hat ja auch nicht gerade wenig Legendaries drin. Die muss man natürlich haben. Ich habe die jetzt zufällig alle. Also die wichtigen habe ich eigentlich auch mittlerweile. Ich habe mir die wirklich absichtlich gedustet da im Endeffekt. Der Jeeves wird mir nichts nützen. Es wird ihm immer mehr nützen als mir. Schaust du nicht die Ankündigung, die gerade läuft? Was für eine Ankündigung? Ich weiß nicht, wovon er redet. Muss ich es wissen? Ich weiß nicht. Ich überlege, ob ich die gerade consecrate. Oder Avenging Wrath. Avenging Wrath? Warum nicht? Und Noble Sacrifice. Und bam. Lebt man 4-3 immer noch. Was hast du davon, dass du ihn gespellbreakt hast? Und er hat 14 Health. Wenn ich jetzt der Druide wäre, würde ich ein bisschen Angst kriegen. Also, wenn er dann der Paladin wäre und 14 Health hätte, dann liegt die Kombo dann wieder natürlich nah. Claw. Okay, nimm dir den Schaden. Klar, holt er mit dem Minion weg, aber kostet ihn eine Karte, seine Hero Power. 3 Mana immerhin. Und er kriegt noch auf den Deckel. Achso, er holt mir den Nipper weg. Gesundheit, danke. Na okay, holt er mir meine 1-1er Waffe weg damit. Er weiß nicht, dass ich keinen True Silver Champion habe. Soll mir recht sein. Ah. Ich glaube, der Avenging Wrath war sogar eine gute Entscheidung. War mir gerade nicht sicher, ob das eine gute Idee war, aber ich glaube, es war nicht verkehrt. Okay, damit haben wir 3 Spiele gespielt. Ja, 2 Siege, 1 Niederlage. Und dann machen wir noch eine Runde und dann war ich das auch wieder. Letztes Mal habe ich 5 gespielt, das war aber auch, wurde aber auch echt länger, als ich dachte. Und, aber irgendwie dachte ich, dass da muss noch was. Nur ich war dann auch wieder später, ja, wobei spät im Bett ging eigentlich. Ich liebe die scheiß Hitze, mich macht es fertig im Moment. Ich lieg wach bis nachts um 4 und kann nicht schlafen, muss morgens raus, bin auf der Arbeit den ganzen Tag fertig, also es ist, Uther versus Jaina. Es ist vor allem, wenn man im Büro arbeitet, wie ich, dann auch extrem blöd, weil ohne Bewegung wirst du auch nicht richtig wach. Das heißt, rennst dann halt mal ständig irgendwie einen Kaffee holen. Ein Kaffee bringt natürlich sowieso nicht viel, es ist sowieso Käse, vor allem wenn du jeden Tag Kaffee säufst, so wie wir. Und, aber die Bewegung alleine dahin, die macht wenigstens ein bisschen wieder wach. Das ist blöd, wenn du im Meeting sitzen musst 2 Stunden. Das ist eine Scheißhand? Das habe ich gerade weggeschmissen. Das ist, wenn ich hier rumrede und nicht richtig zugucke. Ich habe auch auf jeden Fall was Wichtiges weggeschmissen. Ich weiß nicht, was habe ich weggeschmissen? Okay. Irgendwas habe ich weggeschmissen. Gegner, mach hin. Die Leute warten, es ist eine Aufnahme hier. Das ist eine Aufnahme. Du musst was machen. Blöd gegen Mana Worm. Wobei nicht so blöd wie beim Priester, weil er freut sich darüber halt nicht so sehr. Fantastisch gegen Flame Imps. Gut. Eigentlich ein bisschen schade. In dem Fall. Wobei, nee, den wird er mir vielleicht mit seiner Hero-Fähigkeit wegholen.
Im Endeffekt ist es egal, wie rum man es macht. Ja. Er wird mir keinen Schaden ins Gesicht drücken. Außer er macht jetzt einen Frostbolt ins Face. Nur das wäre völlig bekloppt. Oder ja, genau. Aber er will sowieso eigentlich hauptsächlich, ja. Das Secret aufzulösen ist aber auf jeden Fall sinnvoll von der Seite aus. Was cool ist, den Defender kann man theoretisch auch behalten, wenn man das Sword of Justice benutzt. Wird der nämlich gebufft in dem Moment, wo rauskommt. Glaube ich zumindest. Ich glaube ja. Habe ich vorhin nur drüber nachgedacht. Ja, ich habe jetzt viel Midgame, ich muss jetzt erstmal nur ein bisschen aushalten, was er rausschießt. Wenn er mir die immer meine Minions wegschießt, ist das völlig okay. Also meine Dudes. Wenn er mir die wegschießt, dann habe ich halt den Vorteil, dass er nichts Größeres spielt. Und da er einen Mech gespielt hat, habe ich ein bisschen Angst, dass es ein so ein Tempo-Mech-Mage ist. Also Mech-Mage im Endeffekt. Leider habe ich auch nur Blessing of the Kings und da ich keine Figur habe, um drauf durchzuhauen, ist das ein bisschen doof. Er hat einen Mad Scientist. Ein Consecrate wäre jetzt einfach viel zu fett für so eine Scheiße. Außerdem bufft das natürlich alles schön mein Bulwar, ne? Wenn er den jetzt auch noch umbringt, ein 5-7er wäre jetzt keine schlechte Karte für 5. Und es ist besser, ihn auszuspielen, bevor er 7 Schaden macht, weil er dann auch gebgaged werden kann. Was schön ist, gefeuerballt kann er nicht werden. In der 5. Runde ihn auszuspielen wäre sogar, glaube ich, das Beste, was ich tun kann. Ist sowieso die einzige Karte, die ich sinnvoll spielen kann. Hoffentlich bringt ihn um. Ja. Und der andere stirbt auch noch. Dann kriege ich sogar 6 Schaden raus. Ein 6-7er ist eigentlich so der Traumbolver. Das ist eine ziemlich dicke Karte eigentlich für Runde 5. Und das Deck stimmt dafür auch. Es ist natürlich echt blöd, wenn er jetzt einen Mirror Entity hat. Wie wahrscheinlich ist ein Mirror Entity? Aber was kann ich spielen, was nicht schlimm wäre bei einer Mirror Entity? Jetzt habe ich echt Angst davor. Oh, bitte sag kein Mirror Entity. Es war Mirror Entity. Ah, ich hab's geahnt. Fuck. Der Vorteil bei Mirror Entity ist, man kriegt nicht nur die gleiche Figur, sondern man hat ihn auch gleich chartend, also er kann sofort angreifen. Das ist halt echt mies. Und das war natürlich richtig viel, was er da jetzt rausgekriegt hat. Für 3 Mana im Endeffekt, gib mir nächste Runde ein 6-7er mit Charge. Ich habe leider auch... Hab ich einen Spellbreaker? Nee, ich habe keinen Spellbreaker. Ich habe leider keinerlei... okay, das war scheiße. Aber was hätte ich machen sollen? Naja gut, ich hätte warten können, bis ich einen Neutron habe oder Bloodmage. Das ist natürlich richtig bitter. Wenn ich den jetzt rausspiele, ist das wieder so ein Ding. Gebe ich ein Blessing of Kings. Das Dumme ist, dass mir das kein Taunt gibt. Ich muss irgendwas machen. Aber Blessing of Kings auf den wäre viel zu krass. Ich habe ja gehofft, dass es ein Eisblock ist oder so. Ich habe zu wenig jetzt gesehen. Ich habe einen Clockwork Gnome gesehen, ich habe einen Frostbolt gesehen, ich habe einen Mad Scientist gesehen. Das ist natürlich schwierig. Ist es ein Freeze Mage? Dann hätte er Ice Barrier Eisblock dabei vielleicht gehabt, ne? Gut, Vaporize nimmt keiner mit. Counterspell hätte sein können, das wäre nicht schlimm gewesen. Duplicate hätte sein können, dass er dann nächste Runde irgendwas ausspielen möchte, was er gerne geduplicated haben möchte.
Ja, er will jetzt natürlich vollen Nutzen aus meiner Karte ziehen. Ich habe nur echt Angst, wenn ich jetzt mit Mirror Entity ist, gebe ich ihm noch eine tolle Karte. Und habe keine Möglichkeit, ihn wegzuholen. Das ist so ein bisschen die Schwäche von dem Ganzen. Leider hätte ich jetzt eine Möglichkeit. Nee, hätte ich trotzdem nicht. Würde man nicht reichen. Ich kriege ihn nicht weg. Ich kann maximal ihn hier spielen. Und dann bin ich nächste Runde einfach tot. Okay, ich spiele Sunwalker. Es ist ein bisschen scheiße, dass ich auch ihn nicht mehr heilen kann. Er ist nächste Runde definitiv tot. Ja, das kontert das Deck hier aber auch voll aus. Das paar dicke Minions. Nicht wackeln. Paar dicke Minions. Ja, ich sehe das. Du meinst, dass deine. Ja, sorry, aber ich habe auch keine. Das ist halt der Nachteil an dem Deck. Du hast sehr, sehr wenig Kleinviech am Anfang. Du hast eine Neutron, zwei Stück davon halt. Und eine Archon Protector, der natürlich super gewesen wäre. Gegen seine Mirror Entities. Nur ich kann jetzt nicht warten, bis ich einen finde. Kriege ganz Damage rein. Muss irgendwas tun. Ob es jetzt schlau gewesen ist, den zu spielen oder nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch keine anderen Möglichkeiten. Alder Peacekeeper wäre okay gewesen. Habe ich alles einfach nicht gehabt, ne? Kann ich jetzt dem Deck gar nicht mal vorwerfen. Das ist dann einfach nicht das gezogen, was du gebraucht hättest. Den kann ich jetzt auf jeden Fall Hammer of Wrathen. McWarper. Ja, jetzt sehen wir mal seine Karten. Aber bisher spielt er ja nur meine. Fireball nimmt sowieso jeder mit Frostbolt eigentlich auf. Ja, das ist eigentlich ein Mech-Mage. Der sich jetzt erstmal schön bedienen lassen hat von mir. Talnos Consecrate wäre jetzt richtig geil gewesen. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nächste Runde. Muss ich jetzt nur überleben. Warum hole ich nicht... Jetzt war ich too greedy. Jetzt habe ich gedacht, kann ich alle nächste Runde töten. Das war aber Blödsinn gewesen, hätte ich den MechWarper rausgeholt. Wobei, vielleicht legt er jetzt mein Max. Max mit Charge? Gibt's Max mit Charge? Ich glaube nicht. You require my assistance. Gut. Das mache ich auch immer, wenn ich MechMage spiele. Sehr grobe Scheiße. Jetzt noch ein Talnos raus und du hast danach drei Feuerbälle für drei. Brauchst du nicht mehr, brauch nur zwei Feuerbälle. Das heißt, er gewinnt nächste Runde, es sei denn, ich spiele den Guardian of Kings, den ich nicht spielen kann. Er hat nächste Runde auf jeden Fall gewonnen. Weil er mir auf jeden Fall einen Feuerball, aber garantiert auch zwei Feuerbälle reinhauen kann. Ich kann ja nicht den Guardian spielen, weil es würde auch nicht reichen. Dann würde ich mir sechs Dinger heilen, das macht er mit einem Feuerball weg. Kriegt noch einen Feuerball, haut mir den auch rein und haut mir mit den anderen auf die Fresse. Ja, also kann ich eigentlich nur eins machen. Aufgeben im Endeffekt. Gut. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Gut, hier habe ich ein bisschen Pech gehabt, dass ich kein Kleinviech hatte, um ihn in die Mirror Entities zu spielen. Vielleicht hätte ich einfach warten sollen. Den Bulwer vielleicht schon nicht spielen. Der Bulwer wäre toll gewesen. Es wäre ein 6-7er gewesen. Sich Mirror Entity leider Schrott. Ich habe es ja ein bisschen geahnt. Ich habe nur ein bisschen gehofft, dass ich Glück habe. Wäre es kein Mirror Entity gewesen, wäre das ganz anders gelaufen. Das ist ein oller Eisblock gewesen, den er einfach nur hingebastelt hätte, um... ja, willst du, dass ich aufgebe, ha? Huh? Nein, es demands retribution. Ja, hau einfach tot mich jetzt endlich, danke. Gut. Killed by Mirror Entity. Naja, wie gesagt, wahrscheinlich hätte ich einfach noch ein bisschen stallen sollen. Das Problem ist, er hat aber auch seine blöden Mechs, die ich aber vielleicht auch ganz gut rausholen hätte können. Ich glaube, hätte ich da jetzt einfach ein bisschen ruhiger gespielt. Nicht, es muss was raus, sondern lassen wir ihn mal machen. Und machen wir mal gerade gar nichts. Wäre wahrscheinlich die schlauere Variante gewesen. Naja. Man lernt dazu. Trotzdem halte ich das Deck für tatsächlich gar nicht schlecht. Ihm fehlt ein bisschen Hard Removal. Das ist ein bisschen gefährlich. Ein dickes Vieh, du kriegst es einfach nicht weg. Du kannst ihn zwar mit Alder Peacekeeper ein bisschen kastrieren, wenn was Dickes kommt. Aber sowas kann man dann auch wieder wegsilencen. Es hat kein Silence.
Was halt auch sehr schade ist, weil einfach echt Viecher gibt, die mit Silence super leicht zu besiegen sind. Bulwark übrigens auch, der dadurch automatisch kastriert wird. Mit kastrieren meine ich immer auf Hälfte, also auf einen Angriff setzen, was im Endeffekt dann irrelevant ist. Und ich mag so ein bisschen die Idee, dass es so viel AOE gibt, Avenging Wrath und Consecration. Wie gesagt, das hätte ich in den beiden Spielen, die ich vorher mal gemacht habe, gut zeigen können. Avenging Wrath hat sich da sehr, sehr gut behauptet. Naja, hier jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Ich glaube, da war ein Match dabei, was auch ganz gut funktioniert hat. Naja, aber nicht so gut wie da. Trotz allem, Talnos, einfach nur wegen Spell Damage mal, einfach ein bisschen einen reinfügen. Wäre jetzt nicht gerade der Archmage gekommen. Ich hätte vielleicht aber auch einfach, naja, es hätte irgendwie nichts geändert, egal was ich getötet hätte. Er hätte mich besiegt. Maligos, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man Maligos braucht für dieses Deck. Ich halte Maligos einfach nicht für sinnvoll. Ich weiß nicht, kannst du mir gerne schreiben, was du mit Maligos in diesem Deck willst? Also klar, und danach ein Consecrate mal durchziehen oder sowas, aber Maligos ist am besten, wenn du ihn in der gleichen Runde noch benutzt. Und das ist eigentlich nur möglich durch Emperor Thorizon. Thorizon oder was auch immer. Und man hat schon so viel Spell Damage. Man hat Azure Drake und Blood Mage. Klar, Maligos ist plus 5. Aber damit will ich mir eigentlich so richtig heftige Scheiße spielen. Ich weiß nicht, ob ich beim Paladin irgendeinen Sinn sehe. Würde mir einfach nichts einfallen, wo das wirklich gut wäre. Statt Maligos vielleicht. True Silver Champion. Big Game Hunter vielleicht. Je nachdem, was man jetzt gerade so trifft. Maligos würde ich austauschen. Sonst, geiles Deck. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Insgesamt 4-2. War mit euch jetzt 2-2. Ja, irgendwie sinkt meine Gewinnchancen damit, wenn ich rede. Ich glaube, ich einfach mehr Fehler machen, wenn ich rede. Ich merke das wirklich. Aber ihr dürft mir natürlich wieder, wie immer, meine Fehler unten in die Kommentare schreiben. Mir sagen, wie unheimlich schlecht ich spiele und trotzdem besser bin als ihr alle. Wie immer. Und wenn ihr selber ein Deck habt, das ich gerne spielen soll, dann schickt's mir. Und weil jetzt mal die Frage ist, wo schicke ich denn das jetzt hin? Ich habe mehrere Kanäle, mir ist es eigentlich grundsätzlich egal. Ich würde jetzt hauptsächlich vorschlagen, schreibt eine YouTube-Nachricht. So am simpelsten, einfach mit der Liste, am besten mit englischen Namen. Deutsche Namen sind auch okay, brauche ich halt noch länger, um die irgendwie zusammenzustellen, weil ich mal überlegen muss, wie die jetzt wirklich heißen. Ich sehe es zumeist an den Bildern, aber dann am besten mit Screenshot einfach von dem Deck, von der Deckliste. Ansonsten auf YouTube einfach schicken, mit Liste, einmal, zweimal, je nachdem, Karte. Screenshots kann man, glaube ich, bei Nachrichten auch schicken, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dann halt, keine Ahnung, mit Push oder so ein Scheiß. Ansonsten geht natürlich auch über Facebook Privatnachricht oder halt Twitter, wobei Twitter natürlich dann öffentlich ist, vielleicht nicht so guter Kanal. Aber eigentlich im Endeffekt, das sind so die Möglichkeiten, YouTube-Nachricht oder in dem Fall habe ich den Kollegen in Skype, der hat mir sein per Skype geschickt, weil wir schon mal eine Runde Hearthstone gespielt haben und ja, bloß da habe ich jetzt ja die wenigsten bei mir in Skype. Und das mache ich auch nur mit Leuten, die ich schon mal ein bisschen länger gesehen habe, dass die hier mir schreiben. Und genau, das war's. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht reden. Das macht das Video unnötig lang und das interessiert keinen. Und alle haben schon abgeschaltet und ich rede hier ganz alleine vor mich hin. Egal. Ciao.